120 MFX kannst du nur auf einer Blu-ray speichern, nicht auf einer DVD, sagt er mir gerade. Dateiformat, AVC, HD oder MP4? Ich mach mal MP4. Ah, und jetzt kann ich auch. Gut, 12 Megapixel, Steady Shot, ein. Herzlich willkommen zu unserem New Zealand Vlog. Wir sind jetzt gerade in der City of Wellington. Ich habe mich wieder mit Fabian getroffen. Wir wollen ein paar coole Aufnahmen machen. Wir haben gerade mitbekommen, dass es hier Rochen gibt, die hier einfach so im Wasser rutschen. Das wusste ich gar nicht. Wenn irgendjemand von euch das mal schon wusste, dass es hier in Neuseeland Rochen gibt, dann könnt ihr das ja gerne mal in die Kommentare schreiben oder auch nicht. Dann hoffe ich wie immer, dass man den Ton gut hört, weil es hier mega windig ist. Es ist natürlich auch schon nachmittags. Ich weiß zwar nicht die genaue Fabian, wie spät es ist. 3.48 Uhr. 3.48 Uhr, okay. Ich war mit meiner Gastmutter einkaufen und bin so ein bisschen durch die Gegend gefahren mit dem Auto. Jetzt haben wir uns wie gesagt getroffen, waren kurz in einem Fotoladen, um Speicherkarte für Fabian zu kaufen, haben allerdings keine richtig gute gefunden. Einfach aus den Gründen. Ja, Moment. Weil es einfach sauteuer ist. Zum Beispiel eine 32 GB Speicherkarte für um die 100 Dollar oder sowas. Also eine, die auf 4K speichern kann, richtig schnell abspeichern kann und so weiter. Alles wisst schon, ne? Das ist einfach zu teuer. Das sind irgendwas mit 70, 80 Euro oder sowas. Das ist einfach zu teuer für eine 32 GB Speicherkarte. Also ganz ehrlich. So, deswegen haben wir es jetzt einfach gelassen. Sind jetzt hier nochmal zum Wasser runter. Genau, muss in die Stadt gelaufen und jetzt sind wir gerade dabei, einfach mal den Vlog zu starten zum Beispiel. Und Fabian macht gerade ein paar geile Aufnahmen. Und wir haben gerade probiert, wie gesagt, die Rochen hier zu filmen. Ich habe vor kurzem eine Aufnahme gemacht. Das seht ihr dann gleich. Ich hoffe, es ist was geworden. Falls ihr Fragen habt, mit was für einer Kamera ich den Vlog immer aufnehme oder mit was ich meine Videos bearbeite oder was auch immer, dann fragt es einfach. Ich werde euch so schnell wie möglich antworten. Ihr müsst natürlich auch die Zeitverschiebung beachten. Ich kann natürlich nicht zu jedem Zeitpunkt. Von 9 bis 12 muss ich zur Schule. Da haben wir den ersten Tag in unserem Englischkurs im Campbell Institute auf Wellington. Und ja, da sind wir einfach ein bisschen Englisch noch weiter zu lernen. Und ja, die bringen uns ein paar Sachen bei. Das Ganze läuft dann 4 Wochen. Danach machen wir ein Projekt im Prinzip. Das wissen wir leider noch nicht so genau, aber es hat auf jeden Fall was mit der Natur zu tun. Ich sag die ganze Zeit und M, sorry dafür. Vloggen ist nicht so einfach. Ich hoffe, ihr versteht es. Keine Ahnung, irgendwas im Nationalpark machen, weiß ich leider noch nicht so genau. Kommt immer drauf an, was uns sozusagen zugeteilt wird. Wir haben uns für 3 Projekte jeweils entschieden. Und ich hoffe, dass ich 1 der 3 bekomme. Ich weiß es aber noch nicht so genau. Das werdet ihr dann auch alles sehen, weil ich hier jeden Tag sowieso ein bisschen was aufnehme. Ich werde natürlich nicht jeden Tag schon mal zur Info was hochladen. Das wird sich eher vielleicht auf alle 2-3 Tage beziehen. Muss ich mal gucken, wie viel Zeit ich dafür habe, das zu schneiden und so weiter. Auf jeden Fall wird immer mal ein Video kommen, sage ich jetzt mal so. Fabian wechselt gerade nochmal das Objektiv. Was ist das für ein Objektiv, was du da gerade drauf machst? Ein Zoom-Objektiv 70 bis 200. Nee, bis 300 sogar. Okay. Ja, hoffen wir, dass wir damit geile Fotos machen. Aber wenn ihr Fragen habt, ist nochmal, welche Kamera ich benutze, könnt ihr gerne fragen. Ich glaube, ihr werdet überrascht sein. Oder ich hoffe, ihr habt es noch nicht gesehen. Es ist wieder so fucking windig gerade. Sorry für den Ausdruck. Es ist wirklich fucking windig. Also hoffe ich mal, dass man es gut versteht. Sorry nochmal dafür. Es lässt sich schlecht ein externes Mikrofon an diese Kamera anschließen. Das würde zwar gehen, aber ich habe einfach keine Lust. Mal gucken, vielleicht irgendwann mal. Und es ist außerdem etwas unhandlich dann, also erstmal nicht. Ich hoffe, dass die Aufnahmen trotzdem gut sind, also vor allem die Tonaufnahmen. Und ja, dann werden wir einfach mal gucken, wie das so läuft. Oh,
Kevin macht gerade immer noch Fotos von den Haubentaucher-ähnlichen Vögeln, wie ihr da unten sehen könnt, das Ding da. Das ist wahrscheinlich sowas. Wir haben gerade herausgefunden, dass die mega tief und mega lange tauchen können. Also der taucht jetzt ab zum Beispiel und es dauert Ewigkeiten, bis er wieder auftaucht. Also ganz anders als in Deutschland. Ich hoffe mal, dass Fabian richtig geile Fotos davon gemacht hat. Vielleicht kann er mir ein paar schicken und ein paar einblenden. Kann ich ein paar einblenden? Was? Was? Videos habe ich gemacht. Videos. Ach, Videos. Er hat Videos gemacht. So, da hinten ist er. Seht ihr? Es hat mega lange gedauert, bis der wieder aufgetaucht ist. Ich bin immer wieder fasziniert, was es hier noch alles gibt. Vor allem hier in der Stadt, ja. Da ist es man überhaupt nicht gewöhnt. Vor allem muss man sich auch an den Linksverkehr hier gewöhnen. An den starken Wind und an den Wetterumschwung. Die Leute, die einem hier auf dem Gehweg entgegenkommen, weichen einem auch auf der linken Seite aus. Nicht so wie in Deutschland, da ist es ja normalerweise, du weichst halt auf der rechten Seite aus oder so. Und das ist hier ganz anders, da musste ich mich auch erstmal umholen. Und vor allem, was richtig kurios ist, muss ich mal sagen, die Leute bedanken sich, wenn sie aus dem Bus aussteigen, ja, bedanken sich beim Busfahrer. Das ist in Deutschland auch nicht so. Also da dachte ich mir auch echt, what the fuck, wieso machen die das? Es ist doch selbstverständlich, dass er die Tür aufmacht und so weiter. Aber anscheinend sind die hier alle so. Das ist auch gut so. Ich finde es echt super, dass die hier so mega nett sind. Das ist echt mega krass, dass die Leute hier so nett sind. Also das habe ich auch echt überhaupt noch nicht erlebt, ne? Fabian lässt hier im Hintergrund seine Kamera fast fallen. Geil, ne? Ein Spiegelreflexstativ. Hey, hat nur einen Spiegel. Oh, geil. Guck an, was da ist. Nichts mit der Kamera, sogar nicht. Ich muss jetzt hier. Was kurz hier die Kamera? Kamerastativ muss er umstellen. Endgeil. Fabian schickt mir dann nachher die Fotos und sie fliegt weg. Nein! Also lass doch einmal das Zoom weg. Jetzt noch weiter am Wasser. Hier waren wir gestern schon. Da hinten ist das Museum of New Zealand. Da saßen wir ja gestern schon drin. Und jetzt haben wir gerade ein paar Fotos von der Fähre da hinten gemacht. Ich hoffe, das sieht man irgendwie ein bisschen. Und ja, Fabian will jetzt noch eine kleine Timelapse machen. Machst du die jetzt noch, oder? Ich mach die jetzt noch. Fabian macht jetzt noch eine Timelapse. Ich vielleicht auch. Genau. Wenn ich eine mache, dann seht ihr die jetzt gleich. Wenn nicht, dann. Wenn ich eine mache, seht ihr die vielleicht auch? Ja. Was wäre es übrigens? Der Kanal, wo du deine Sachen hochlädst? Travel the World. Okay, das ist die Frage, die ich ja gleich ausschneiden. Ja, also, genau. Fabian seht ihr das. Ihr könnt ja auch bei Fabian vorbeischauen. Müsst ihr vorbeischauen. Auf jeden Fall, der Kanal heißt Travel the World. Werde ich auch unten in der Infobox verlinken. Ich hoffe, es versteht man. Es ist wieder so sauwindig. Und ja, ich muss jetzt hier gerade mal kurz ein bisschen die Hand hinter der Kamera halten, damit ihr hoffentlich ein bisschen was versteht. Ich hoffe, die Videoaufnahme ist auch gut. Also hoffentlich bin ich gut drauf, meine ich. Und wie gesagt, Fabians Kanal Travel the World. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und auf jeden Fall mal Daumen hoch da lassen, bei mir und bei Fabian. Und mal vielleicht abonnieren, wenn ihr wollt. Das ist natürlich kostenlos, wisst ihr ja. Fabian macht jetzt seine Timelapse, macht jetzt gerade mit dem Handy, weil das Stativ, was er da hat, das Mini-Stativ, ist natürlich kein Gorilla-Pod, so wie ich eins habe. Aber das hält seine Spiegelreflexkamera nicht aus. Und deswegen macht er jetzt eine Timelapse mit seinem Handy. Die wären auch richtig geil, auf jeden Fall. Die seht ihr dann auf Fabians Kanal. Meine Timelapse seht ihr ganz normal hier.
wir haben jetzt ein paar Timelapses gemacht. Ich auch. Also, und Fabian halt. Jetzt rennen wir gerade mitten durch den Sportpark. Keine Ahnung. Genau. Das ist irgendwie so ein Ruderheim oder so. Und die haben hier so ein Trainingsday oder was auch immer. Müssen wir aufpassen, dass uns vielleicht nicht irgendjemand umrennt. Richtig. Genau. Müssen wir gucken. Bei den Timelapse bin ich gerade fast weggeweht worden, weil es einfach mal so mega windig war. Müssen wir ein bisschen aus dem Weg gehen. So. Ich hoffe, die Timelapse sind gut geworden. Sie sind ein bisschen verwackelt, leider. Ich hoffe, man sieht es auch. Nein, komm, wir lassen es da lang gehen. Kann da lang. Ich wurde gerade fast hier gebeten und ich hoffe, dass ihr die Ton, also dass ihr den Ton versteht. Weil es einfach so windig ist, da weiß ich nicht, ob die Kamera jetzt die Windunterdrückung da vernünftig arbeitet, keine Ahnung. Werde ich auch dann sehen nachher. Ich hoffe, es ist vernünftig. Ich hoffe, es ist gut geworden. Und jetzt treten wir langsam den Heimweg an. Fabian will sich noch eine Flasche Wasser kaufen. Und dann fahren wir wieder nach Hause. Werde ich ein bisschen schneiden oder sowas. Gibt's Essen. Und ja, das für mich dann aber natürlich nicht. Ja, und das war es eigentlich auch schon wieder. Kurzer Vlog heute. Wir haben jetzt nicht so viel erlebt. Wir sind hier ein bisschen rumgelaufen. Ein paar Timelapse gemacht. Wir haben Rochen gesehen. Naja, okay. Und merkwürdige Tauchervögel. Ja. So eine Art Haubentaucher und halt die Rochen, genau, das war eigentlich das Highlight des Tages. Zu teure Kameraspeicherkarten und ja, ich krieg jetzt langsam Hunger, also werden wir jetzt nach Hause fahren und gucken, ob ich nochmal meine Kamera kurz anmache, wenn ich in den Bus einsteige. Und ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt irgendwas in die Kommentare, wenn ihr wollt. Und am besten ist es, wenn ihr abonnieren nicht vergesst. Also bis morgen.